Was liegt denn hier? Nix. Das ist ein Zettel. Okay. Dann können wir weitergehen, denke ich. Ein grünes Kraut. Waren wir hier schon oben? Achso, da warst du oben. Da ja, war ja, ich drin, ja. Ja. Okay. Komm mal her, ich mach mal grünes Kraut-Action. Wo ist es? Da ist es. Nice. Dann geht's uns beiden besser. Yay! Schauen wir doch mal, was es da oben gibt. Ich würde mal sagen, wir haben uns ganz gut gehalten. Bis auf das eine Mal, wo ich so kurz vorm Verrecken war. Ja gut, aber du hast um einiges mehr geleistet als ich. Schrotgewehrmunition. Ich habe ein bisschen mehr geballert, aber sonst nicht. Da vorne ist eine Kiste. Da. Bam! Ich will's Orchester. Da ist Gold drin und Schätze. Rubin. Hm. Oh. Hm. Oh. Schmarrag. Hört ja gar nicht mehr auf. So. Habe ich alle mitgenommen, ja. Und das ist, glaube ich, die Tür, durch die wir hier gemeinsam können. Yay. Heieiei. Aber das sah jetzt so sehr nach Ende aus, quasi diese Belohnung. Nö. Nee. Okay. Nö, ich geh noch weiter. So, hinter uns ist nichts. Vor uns. Kann man da in das Häuschen rein? Kann man. Hallo. Ich komm mit. Oh. Aus dem Durchgangshäuschen. Ein Vogel. Oh, den wollte ich gerade wegballern. Ich hab's mal mitgenommen. Ich kann's gar nicht mitnehmen, ich bin voll. So, hier ist nisch. Der kam mit Geschmack. Nee. Da war leider kein Geschmack mit bei, der war einfach nur da. Hm, okay. Ich glaube, mich wieder dran erinnern zu können, was hier Sache ist. Nee. Ich krieg die Tür alleine auf. Roger. Wichtig halt. So. Ich glaube, das war keine sehr sonderlich schöne Stelle hier. Das sag ich über alle Stellen. Ich meine, da gäbe es viel mit Explosionen oder so, ne? Oh mein Gott. Titten. Hey, die haben gewackelt. Ja. Ich glaube, ich krieg's hin. Könnte sein, so. Ja, genau. Sie hat die Kette durchgeschossen. Boah, ein hässliches Vieh. Ich glaube, das ist Zeit für. Oh mein Gott. Das sieht nach. Ich hab schon gar keinen Bock da drauf, ne? Was musste ich drücken? Ich konnte das überhaupt nicht lesen. L1 und R1 musste ich zumindest drücken. Ja, ich hab... Ich weiß nicht, ob das... Ich wusste, dass ich da irgendwas drücken musste. Nur ich wusste nicht, ob ich abwechselnd drücken soll. Ich hab einfach irgendwas gedrückt. Ja, nochmal von vorne. Ey, nicht dein Ernst. Aber gut, jetzt wissen wir ja, was auf uns zukommt. Teilweise so zumindest. Oh. Ja. Was ich noch sagen wollte, ich glaube, da war unser Tötten. Da war unser Pilot. Der so... Ah! Der da so abchillt. Weißt du, so voll der, relaxed der uns töten da. Wollte. Vögels. Bei den Zwischentöten. Bei den Zwischensequenzen kannst du auch einfach nicht die Schnauze halten. Ne? Das ist zu... Vor allem, wenn du sie mehr als einmal gucken musst. So, ich halte jetzt schon mal L1 und R1 bereit. Mach das mal. Ich muss dich mal erst hier losballern wieder, wenn es dann kommt. Boah, jetzt muss ich einen anderen Knopf drücken. Ich meine, ich hätte eben auch X drücken müssen und jetzt war es Quadrat. Ja, bei mir auch.
Dann gucken wir mal, wie wir jetzt ausweichen. Vermutlich verkacke ich jetzt. Weil dann da sowas steht wie Quadrat und Kreis und ich dann nicht checke, welche Knöpfe das sind. Oh, wir haben ja einen Trick. Sehen wir ja gleich. Mhm. Ja. Ja. Jetzt nochmal. Hm. Hm. Yay. Gut. Jetzt aber nicht noch irgendwas. Bam. Schmackschütze. Snake on the roof. Surprise, motherfucker. Oh, schön aufgespießt. Ach richtig, ja, da war ja was. Das ist Delta-Team übrigens. Die sollten uns helfen. Sollten. Haben wir auch schon sehr viel von gespürt. Wieder nach Kriegsmoment dort. Waren 43 Schüsse in dem Magazin. Jetzt kannst du mir nicht erzählen, dass... Das war aber knapp. Das war aber knapp. Ich weiß noch, beim ersten Mal durchspielen habe ich wirklich alle möglichen Quicktime-Events mal versemmelt. Chris Redfield. Shiva. Thanks, Josh. I owe you one. You guys know each other. I trained under Josh. He taught me everything I know. Shiva became little sister of the team. Now Shiva. You must continue your search for Irvin. According to the data we retrieved from the hard drive, we believe he has moved on to the mining area. There's more info inside. We will follow after taking care of business here. And keep your radio handy just in case. Thanks, Josh. Jill. Are you all right? This picture, it's... Ah, forget it. It's nothing. Let's move out. Jill Valentine? Das war Jill Valentine, okay. Ja. Das ist seine Partnerin. Ein B! Gestorben drin. Mann. Was? Die Zeit hat war voll die Dings nach unten gezogen, ey. Die Wertung. Nicht, dass wir dreimal gestorben sind, nein, aber die Zeit, ey. Präzision 57%. Na, immerhin. Die Hälfte aller Schüsse hat getroffen. Mehr als die Hälfte. Mehr als die Hälfte sogar, genau. Genau, Jill Valentine war seine Partnerin, die auch... Ich kann ja mal ein bisschen was über Chris Redfield sagen. Habe ich mir ja auch Notizen gemacht, weil mir aufgefallen ist, dass wir da überhaupt nichts drüber gesprochen haben. Ich meine, ist ja auch logisch, weil wir haben ja Teil 1 bis 4 und Code Veronica und Zero nicht gespielt. Mhm. Macht ja alles, Herr Dennis. Kriegt ja alles, genau. Hin. Kann er machen. Nochmal zu Chris Redfield. Ist schon seit Teil 1 bekannt und da war er Teil eines Einsatzteams namens STARS. Ich weiß jetzt nicht, wofür das ist eine Abkürzung, aber ich weiß nicht mehr, wofür das steht. Und zwar war er im Bravo-Team, also das zweite Team, das da in dieses Haus gekommen ist. Nach den Geschehnissen im Haus galt er als verschollen. Traf dann irgendwann auf Leon Kennedy, das ist ein Charakter aus dem zweiten Teil. Und hat sich aufgemacht, seine Schwester zu suchen, die man auch aus dem zweiten Teil kennt. Und irgendwann finden die zwei sich dann und dann hat er sich geschworen, den Machenschaften von Umbrella ein Ende zu bereiten und hat dann danach bei dieser Bioterrorism Security Assessment Alliance, man kann es noch komplizierter machen, angeheuert. Genau, und ist dann nach Afrika gekommen. Ja, und da hat er Shiva getroffen und die ist bei der BSAA, weil sie ihre Eltern bei einem Laborunfall verloren hat. Das war's. Mehr Hintergrundinfos gibt's nicht. Gut. Na, machen wir mal weiter. Ja, machen wir noch ein Kapitelchen oder so. Ja, ich denke schon. Ach, genau. Ist ja noch jung. Verwalten. So, erstmal zu den Schätzen. Erstmal alles verkaufen. Ja. Das gibt 4000. Das ist ja, aber schwach. Alles verkaufen. Ja. So. Dann verbessern wir doch mal. Was kann ich denn da noch verbessern? Ich kann noch mal mehr Schaden machen hier. Noch mehr Munition in die Pistole packen.
Ah, jetzt kann ich auch mehr Schaden machen. Also mehr Schaden verbessern. Mehr Schaden machen, verbessern. Das werde ich auch tun. Na, Ladegeschwindigkeit. So oft lade ich ja nicht nach. Deswegen lasse ich das mal noch, wie es ist. So, ich habe mal meine alte Schrotflinte verkauft. Ja, meine alte. Also was heißt die alte? Die ich jetzt die ganze Zeit benutzt habe. Weil die ich schon im Inventar habe, die ist nicht deutlich besser oder schlechter als die alte. Warte mal hier. Durchschlagskraft oder Feuerkraft? Eine Durchschlagskraft ist für die Kopfschüsse, glaube ich, gar nicht so schlecht. Dann mache ich das. Ja. Jetzt habe ich kein Geld mehr. So, jetzt gucke ich mal. Ich habe hier noch das Gewehr mitgenommen. Brauche ich aber auch nur einmal. Dann verkaufe ich das hier. Dann kann ich das hier nämlich mitnehmen und auch das hier mitnehmen. So. Das passt. Dann bin ich, glaube ich, soweit. Gucken wir mal, ob ich jetzt noch was verbessern kann. Was habe ich jetzt noch? 1800. Das ist ja mickrig. Willst du eigentlich alle Waffen mitschleppen? Oder willst du das Gewehr... Ja, ich bin gerade am überlegen, ob ich das Gewehr nicht zur Seite stelle. Ich lege das weg. So. Ja. Dann brauche ich die Gewehrmunition natürlich auch nicht. Den Rest kann ich so lassen. Ich mache die Schrotgewehrmunition noch da unten hin. Und die Pistolenmunition dahin. So. Dann bin ich fertig. Jupp. Schauen wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Die Sachen, die da so immer beim Ladevorgang stehen, sind, wie es da auch steht, die Geschichte von Resident Evil. Wenn man denn das Große und Ganze kennt, dann ist das nette Zusatzinfo. Ich habe überhaupt keinen Plan davon. Aber hier liegt was zum Lesen. Green Scrout. Typ 2 Plagas. Okay. Wie bereits... Plagas? Ja, Plagas stand da. Ach so. Wie bereits aus älteren Unterlagen ersichtlich, wurde der ursprüngliche Las Plagas-Parasit, wird er so ausgesprochen? Jo. In einer abgeschiedenen Gegend Europas entdeckt. Nach seiner Reifung in einem Wirt übernimmt er dessen Willen und Bewusstsein, wodurch der Wirt höchst anfällig für Manipulation von außen wird. Dies bedeutet, dass man gehorsame Subjekte schaffen kann, die allen Anweisungen nachkommen, ohne sie zu hinterfragen. Diese Möglichkeit bot großes kommerzielles Potenzial, sodass Las Plagas schon bald großes Interesse erregte. Ach, da gehen wir weiter. Das Problem bei der Kommerzialisierung bestand in der zeitlichen Verzögerung zwischen der Infizierung und dem Zeitpunkt... Was hast du denn jetzt gemacht? Ich habe Fernseher kaputt gemacht. Und dem Zeitpunkt, an dem der Wirt steuerbar wird. Der Zeitraum, der zwischen der Verabreichung von Las Plagas als Ei und dessen Reifung und Übernahme des zentralen Nervensystems lag, war zu lang. Der Reifungszyklus von Las Plagas ist relativ kurz, aber die potenziellen Kunden wünschen zweckdienliche Ergebnisse. Mit Blick auf diese Wünsche wurden Verbesserungen an Las Plagas vorgenommen. Das Ergebnis war die Typ 2 Plagas. Diese unterscheiden sich von ihrem Vorgänger dadurch, dass sie im ausgereiften Zustand verabreicht werden und der Wirt fast sofort steuerbar ist. Typ 2 wird oral verabreicht, also dem Wirt in den Mund eingeführt. Du hast oral gesagt. Nur so eine kurze Info nebenbei. Der Chris Redfield sieht beim Lesen so dämlich aus. Ja. Wie so ein Stück Holz. Belesen. Vor allem guckt er an die falsche Stelle. Da liegt gar nichts, wo er hinguckt. Das Holz. Diese Methode ist zwar etwas rau, aber sehr effektiv. Nach der Verabreichung zerfleischt der Parasit die Speiseröhre und bewegt sich zunächst zum verlängerten Rückenmark, dann zum Gehirn und schließlich zum Rückenmark selbst. Das ist doch voll dumm. Sobald er das zentrale Nervensystem übernommen hat, kann der Wirt gesteuert werden.
In einer Laborumgebung konnten wir die komplette Kontrolle eines Wirts innerhalb von 10 Sekunden nach der Verabreichung nachweisen. Abgesehen von der verkürzten Infektionszeit weist Typ 2 alle Merkmale des ursprünglichen Las Plagas auf und ist somit außerordentlich geeignet für die Kommerzialisierung. Nun steht lediglich das Sammeln von Felddaten aus der Afrika Autonomous Zone aus. Es folgt eine Liste mit 3 Schlüsselexperimenten zur Bewertung von Typ 2. Oh. Erstens, Infektion. Verabreichung von Typ 2 Proben an 10 infizierte Testobjekte und Beobachtung der Geschwindigkeit, mit der sich die Infektion ausbreitet. Die 10 Testobjekte müssen ausreichend Typ 2 Proben erhalten, damit messbare Ergebnisse erzielt werden können. Punkt 2, Kontrolle. Beobachtung des Umfangs, in dem das durch Las Plagas hervorgerufene barbarische Verhalten kontrolliert werden kann. Dies erreicht man dadurch, indem man die Zahl und Art der Angriffe auf die BSAA-Agenten im jeweiligen Gebiet auswertet. Punkt 3, Kampf. Sammeln von Daten zum Verhalten von Typ 2 in Kampfsituationen. Typ 2 Wirte kämpfen gegen im jeweiligen Gebiet eingesetzte BSAA-Agenten. Dieses Experiment ist die letzte Stufe bei der Bewertung der Effektivität von Typ 2 Plagas. Info. Ah. Das heißt hier dann aber so viel, dass quasi die Teams, die hier sind von der BSAA, nur Testkaninchen sind, Versuchskaninchen. Ja. Hier liegt Pistolenmunition für dich. Ja, danke schön. Die habe ich gesehen, als ich meine 16 Runden um den Tisch gedreht habe. Und den Fernseher zerstört hast.